3000 Euro. 3000 Euro! Nichts ist das. Anton. Und trotzdem alles. Denise? Nie wird er diese Summe aufbringen können. Und sie wird sich beim Prozess verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen, das weiß er nicht. Das sagt ihm keiner genau. Hinzu kommen noch zwei andere Verfahren und zig andere Gläubiger. Wir sehen uns. Ein Anton also? Ein Anton, kein Stanley. Arme hübsche Sau. Von seinen bisherigen Ämtergängen, Schuldnerberatungen, Gewährungen, Anträgen. Komm schon, ich sag schon nichts. Anton, du scheinst dir da etwas einzubilden. Ich weiß nicht, was mit dir los ist. Jetzt sei mal ganz ruhig, Katrin. Ich sage ja nichts. Aber leugnen musst du es auch nicht. Anton, ich hoffe, es wird dir besser gehen, bald. Ja, auf ihn, auf Anton, trifft subjektiv die Geschäftsunfähigkeit zu. Ein Paragraphen BGB irgendwo bei der 100, wenn Anton sich nicht erinnert, sollte er erst jetzt als tatsächliches Opfer ein Verständnis für das Faktische des Rechts entwickelt haben. Und Sie? Was machen Sie eigentlich hier? Ich? Was ist das schon? Ist das schon?